So, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu GTA 4 The Lost and Damned. Ja, das letzte Mal haben wir das erste Rennen übrigens erledigt, ja. Und wir wollen jetzt hier Jimmy mal weiterhelfen, was auch immer er so vorhat. Warum bin ich eigentlich abgestiegen? Keine Ahnung. Warum nicht? Bad Cop Drop. Hey, Jim. Good to see you, man. What's the trouble? Take a guess, bro. Might have something to do with those cops that pulled one over on us. I figured. The way I see it, we got two choices. Either we buy a big tub of grease and prepare to take it from these fat pigs the rest of our lives. Or we head over to the clubhouse. Close to where I happen to know they got themselves set up, and we show them that we're not quite the bitches that they think we are. Well, tempted as I am by your first option, I'm gonna have to go with the second. I figured you'd say that. Lead on, James. Entschuldigung, da hat man gerade den Discord-Sound gehört. son of a bitch. Oh, ein Rennen? Mach ich gerne. Mal ein bisschen leichtere Musik. Wie er sich einfach überschlagen hat. Da habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Boah. Ah, schön. Ja, auf jeden Fall. Ah, schön. Wait here a minute. Hey, officers, how you doing? Hey, McCornish, Fat Purpose brought us a present. Oh, I forgot how stupid looking this guy was, Matthews. You think he's smart enough to realize that we got expensive tastes? What do you got for us, Mope? Oh, exactly what you asked for. Well, all right. Hey! There you go! Come on, man! We gotta finish this bullshit off! Get us to Trinity! Oh, Gott! Dieser Überschlag war einfach zu göttlich, ey. Okay, was ich nur sagen wollte, ne? Sorry, ich bin immer noch im Discord online und da kam gerade der Sound. Aus Sicht der korrupten Cops. Nee, danke, ist mir zu... Das ist mir zu kompliziert. Honkers. Ich muss die Benachrichtigungssounds mal ausstellen. Ich bin jetzt dann öfter online. Naja, tut mir leid. Fuckers. Boah, dieser Überschlag von Jim, ne? Alter, das war einfach das Highlight des Tages. Also so gut. Einfach aus dem Rennen fahren. Ich dachte mir so, oh Gott, hoffentlich schaffe ich das. Meine wäre jetzt nicht schlimm. Achso, du bist... Oh, achso. Muss ja jetzt nicht... Sind sie doch schon, ne? Oder? Hä? Denn das jetzt? Ja. Ich meine, ist ja jetzt nicht, super wichtig, ne? Man ballert einfach ins Auto und fliegt erstmal vor meinem Motorrad davon. Alter, das war saulustig. Die Gruppenkopf aus. Ja, nichts über das. Denken sie sich, oh shit, we did a mistake. Oh, die sind zu stark für mich, Fällung am auf. So. Die hatten einen langen Auftritt, die Cops, ne? Muss ich schon sagen. Denkt man, das wird so ein bisschen Kernelement der Story, ja? Wie dealen wir hier mit den Gruppenkopf? Und dann sterben sie. Oh, sorry. Der ist doch nicht. Dachte schon, der wäre tot. Dann sterben die einfach gleich in der Mission. Finde es übrigens schön, ganz egal wie viel Schutz sie haben. Ein Headshot und sind tot. Finde ich super. Finde ich wirklich. Zwei Sterne haben wir. Mensch. Hier sind ja noch 6 Sterne, ey. Richtig retro ist das jetzt schon fast. Jeder 5 gibt es ja nur noch 5 Sterne. Er hat gerade surrender your weapon. Your weapon gesagt. Ergebe deine Waffe. Gebe deine Waffe auf. Bin gar nicht mal so ver... Mann! Jetzt warte mal. Ich hab doch auch noch den hier, oder? Fupp. Pff, langweilig. Okay, Der hat einen schönen Turn gemacht. Puff!
Now you know we ain't going out like that, Jim. I'll see you soon. Oh, hä? Immer noch? Achso. Was will das dagegen? Dachte schon, immer noch Bullen hinter mir. Na gut, macht Sinn. Hier auch mit den Kreisen in GTA 4, ne? Hier war das ja mit dem Bullensystem ein bisschen anders. Hier muss man nicht irgendwie lang genug denen entkommen oder so. Hier muss man wirklich einfach nur aus dem Kreis rausfahren. Dann da ein paar Sekündchen überleben. Und dann sind sie auch schon weg. Das ist eigentlich ein ganz coole... Ganz coole, wie nennt man das denn? Ganz cooles... Ganz... Ganz coole Idee. Missionsidee. Gameplay. Mein Gott. Pat tot. Viel zu tot, man. Nun gut, die Mission war doch mal an ausgesprochen kurz. Reden kann ich leider auch nicht mehr. So, wo sind wir denn? Boah, das nächste Rennen ist halt nicht weit weg, ne? Ist das die Frage? Ist das gleiche? Weil es genau am gleichen Punkt. Elisabetta, die ist so weit weg, ne? Aber das passt eigentlich ganz gut, wenn es eine längere Mission. Ich suche mir mal ein Taxi. Ich suche mir ein Taxi. Lass mich da hinfahren, da ist doch auch schon eins. Auch wenn grün ist, ja, einfach mal stehen bleiben, bitte. So, jetzt muss ich wieder überlegen. Hier muss man nur einmal drücken, richtig? Nein. Okay. Tut mir leid, steck bitte wieder ein. Mach da nicht. Ach ja, wahrscheinlich, wenn ich die Waffe draußen hatte. Ach komm, geht mir nicht auf den Sack. Ja, das ist immer irgendwie komisch. Bei GTA 4 und GTA 5 ist das umgedreht. Bei einem Spiel muss man gedrückt halten, um als Passagier einzusteigen. Bei anderen muss man nur einmal drücken. Das ist, ich verwechsel das immer. Ich weiß halt nicht, wo was ist. Das ist halt Käse. Oh, wow, das war ein cooler Trick irgendwie. Okay, der hat schon wieder so... Ah ja, gedrückt halten muss ich. Okay. Andere raus, kein Problem. Elisabeth, da. So, und überspringen bitte. Ich habe das Geld dafür. Hoffentlich. Wuff! Okay. Boah, ein bisschen laggy. In der Hoffnung, dass mein Bike dann gleich hier ist. Dann wäre so ein bisschen doof. Aber das wird schon automatisch hier spawnen, bin ich mir sicher. So. Elisabeth da. Oh Gott, nein. Somebody for that brown. Maybe. There's an apartment on Cassidy Street in Shuttler. You go upstairs and talk to Charlie on the third floor. There any heat? When isn't there? I got a new guy going along with you. He's from Eastern Europe somewheres. The heat's coming from Charlie? Use this slothered motherfucker to help. But if it's him, you know what you gotta do. Well, either way, it ain't coming back to you, Liz. Hey, you know, Playboy. He's going along too. Hey, Playboy! Yo, chill for a second, Joe. Nah, not really. Don't you want to dance? No, I'll just sit right here and wait for your boy. Ja, wer könnte wohl dieser Osteuropäer sein? Hmm. Surround yourself with cocaine and the assholes soon follow. Hey, Johnny! Yo! Come over here! Come here! Yeah. Nico, this is Johnny. Now, Johnny is sitting on a big pile of heroin. I don't go near this stuff, professionally. But I found him a buyer. We're nervous. Will you oversee the deal and check everything is cool? Sure. Thank you. Well, I gotta go pick up the stuff. So, I'll see you there. Bye. Nico Bellic. Ja. Cool. Stimmt. Das dürfte jetzt, glaube ich, schon die Mission sein. Es gab eine Mission, wo wir mal mit ihm zusammen... irgendwie sowas machen mussten. Irgendwann mit den Drogen, da erinnere ich mich auch noch dran, ja. Und die werden wir jetzt quasi nochmal aus Johnnys Sicht spielen. Das ist cool. Das gibt's halt öfter noch in den beiden DLCs, dass man quasi so parallele, dass man hier quasi so überschneidende Missionen hat, beziehungsweise dass man aus verschiedenen Sichten spielt. Wird in Ballad of Gay Tony auch noch vorkommen, dass du dann, andere begegnen. Wir haben mit Louis spielt man ja dann in dem anderen DLC, in dem sie nämlich im Hauptspiel auch begegnet. Ganz cool, ganz cool. War wieder meine Lieblingsgegend hier, meine Lieblingsbrücke, wo man irgendwie 10.000 Mal hier rüberfährt. Hier erstmal schön die Bullen bekommen, indem man hier durchfährt. Zack. Und jetzt einfach wieder rausfahren, ganz easy. Das ist echt nicht schwer. Ja, ja. Ach, GTA 4 ist ein schönes Spiel. Ich mag GTA 4.
Ist natürlich echt schade, dass es so ein bisschen Performance-Probleme hat. Vor allen Dingen auf dem PC. Und allgemein, es geht ja für ja... Viele Fans mögen es auch nicht so, weil es eben etwas düsteres, weil es ein bisschen ernster ist und so. Und weil es hier nicht so viele Möglichkeiten gibt wie in GTA 4. In San Andreas. Aber ich mag GTA 4 sehr, sehr gerne. So. Fucking prick. Und jeder beleidigt hier, das finde ich super. So, ich glaube, die Mission dauert schon richtig schön ewig. Give me that shit, man. We got a buyer. I don't know why Billy got you to handle this, and not me. I mean, what's up with that, huh? I guess your Semites are good at sniffing out a deal. Ain't that right, Johnny? We didn't get you because Liz Torres and any other two-bit hustler on the street would take you for the little pussy that you are. We'll rob you blind. But give me that shit. See you around, big guy. Ja, ja, die ganze Lage in diesem Club ist ein bisschen angespannt zurzeit. Das fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen. Sieht ein bisschen an wie Janis Joplin aggressiv. Finde ich gerade so ganz ein bisschen. Also die Stimme meine ich. Aber es wäre ein bisschen falsch, glaube ich. In dem Tunnel ist auch kein Schatten. In Tunneln fehlt öfter mal Schatten, kann das sein? Alter, das war ein cooler Drift. Spann uns den Zeitenstock. Ja, 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 hast du schon erzählt. Bisschen du nicht, aber die Elisabeth hat das erzählt. Das ist eine schöne Schwarze, die nehmen wir erstmal mit. Ich glaube, die war sogar im Hauptspiel hier. Oh. Achso, jetzt habe ich die andere nicht mehr, wa? Ja, mein Gott, ist ja egal. Das fand ich in GTA 5 cool, dass man nicht mal alle Waffen mitnehmen konnte. Hier musste man ja mal nur eine Art mitnehmen. Max Payne 3, ne? Da konnte man nur 4 Waffen insgesamt mitnehmen. Obwohl, das war ja auch wieder ganz cool, weil das war realistisch. Naja. Da warte ich auf Nico und Playboy X. Ja, Playboy X, den kennen wir auch noch aus dem Hauptspiel. Ein Spacken, den wir getötet haben. Ups, Spoiler. Apocalypse Now, oder wovon redest du? Charlie, don't surf und so. Hey, you ready? Sure, let's do this. Nothing like selling some dope to let you know you're alive. Let's go. Yeah, let's do this. All right, come on. Hey, what's going on, guys? What's going on? Not much. Let's do this. You got the heroin, right? Right? Come on, let's do this quickly. But you got the heroin, correct? You're carrying it, correct? I mean, it's a simple question. What's wrong with you? You're being fucking weird. Not weird, man. I just want to know if you're carrying the stuff, right? You ain't right, friend. No, come on, let's get out of here. LCPD! Freeze, motherfucker! I said freeze! Ist genau die gleiche Cutscene wie in GTA 4. Ich weigere mich, Hauptspiel zu sagen. Nun gut. Oh, wo kommen die denn alle her? Ja, die haben leider ein... Oh mein Gott, okay, ich glaube, ich sterbe in der Mission. Scheiße. Ich will auch nicht voll geladen reinkommen. Ja, die haben natürlich Schutzhelme, deswegen wird sie das nicht instant killen. Ein Kopfschuss, aber... Naja. Automatisch Rotflinte ist schön. Oh Gott. Ja gut, immerhin, ich spawne ja wieder hier, ne? Wie gesagt, Speierpunkte, es ist wirklich... Ein Geschenk der Götter. Speicherpunkt in GTA zu haben. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Okay. Wo muss ich denn hin? Wenn wir alle töten, das sind nämlich echt viele. Oh. Ha! Weil ich mich die ganze Zeit angeschossen habe. Aha, aha, aha. Ich habe auch einen auf der Ebene angezeigt. Ich kann nicht reden. So, Leben. Sind vielleicht hier oben irgendwo Leben oder so? Das wäre richtig cool. Ne, höher renne ich jetzt nicht. Ja, mein Gott. Ich werde jetzt eh sterben. Irgendwann muss es ja passieren. Ich bin auch mal... Ich weigere mich einfach, mich immer vor Mission aufzuheilen. Das kostet viel Zeit. Guck mal, die sind alle schon angeschossen von den anderen, wa? Cooles Detail. Oh. Wo sind die anderen überhaupt? Ja. Schrei doch mehr rum. Somebody help me, please.
Zack. Hier fallen Leute vom Dach. Das ist nicht richtig. Ach, und wieder das altbekannte. Die Typen stehen manchmal einfach nochmal auf. Random. Und laufen nochmal ein bisschen durch die Gegend. Das ist jetzt ein bisschen problematisch hier gerade. In einer misslichen Lage. Boah, shit. Muss ich ein Auto klauen? Und hier entkommen. Das schaffe ich, glaube ich, nicht. Fühlt sich echt krass, wie nein! Wie lange ich nicht getroffen wurde, würde ich sagen. Guck mal, da steht sogar ein schönes Auto für mich. So, und jetzt dürfen wir eigentlich. Bitte was? Du kannst multiplayer, bla 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 bla. Okay, Moment. Mal versuchen. Oder war das erst bei. Das war nicht, aber erst bei Lost and Damned, oder? Mit den Speicherpunkten. Hey, you ready? Ja gut, wir sind immerhin hier. Ja gut, doch, wir sind ja wieder hier, ne? Wir müssen nicht nochmal hochrennen. Das ist schon richtig so. Okay, ich dachte, dass es ohne Cutscene passieren würde, also ohne. Ist quasi wie bei GTA 5 instant weitergeht. Ja gut, das ist ja. Alter. Moment. Fupp. Ein bisschen zu weit geflogen. Ah, super. Du schießt durch die Wand. Hacker. Ich bin der Einzige hier, Kollege. Oh. Oh Mann, ich will. Ich will auch den anvisieren, genau. Ja, ist richtig, er ist tot. You're going down. Jetzt werde ich aber ganz schön oft getroffen. Eben habe ich vorsichtiger gespielt. Ich gehe vielleicht mal vorne raus. Vielleicht ist das einfach mal klüger. Vielleicht auch einfach nicht. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ey, jetzt schieß doch lang. Ach, ey, was ist das denn jetzt hier für eine Scheiße? Ich gehe hinten raus. Ihr könnt mich mal. Gagsacker. Aua. Oh, ist doch nervig jetzt. Mann. Ja, genau. Das wollte ich. Ey, das kann echt nicht wahr sein. Von wo wurde ich getroffen? Da war gar keiner. Oh. Nein, jetzt. Ja. 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 Nee, einfach nein. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Ich nehme jetzt die Waffe. Ich glaube, es ist klüger. Jetzt habe ich nämlich wenigstens auch Köpfe. Ey, anfangs wurde ich hier gar nicht getroffen. Jetzt trifft mich einfach jeder stumpfe Schuss um drei Ecken rum. Okay. Sehr schön. Langsam lernt man ja auch, wo die Leute sind, ne? Ist so schön. Hä? So, der ist tot. Ah! Wieder ein bisschen so unvorsichtig gewesen, ja, gebe ich zu. Och. Waffe fällt raus, das heißt, es ist tot. Alter, lass mich oft treffen, das kann doch echt nicht wahr sein jetzt. Was ist für eine Scheiße? Ich schaff die Mission nicht, das kann nicht wahr sein. Oh, wieder der Typ, der einfach runterfällt. Danke dafür. Ja, danke.
Und du am besten auch noch. Los. Noch einmal die Munition leer. So. Boah, lol. Der ist leider vorhin runtergefallen. Tschüss. Schon mal gleich 3 Sterne entkommen, ey. Ja, GG. Was ist mit der Kamera los? Gott sei Dank, voll nah dran. Tschüss. Wie diese leicht nach rechts gerichtete Kamera. Also, es sieht immer so aus, es ist eher auf dem rechten Teil des Bildschirms. Mir ja ein bisschen merkwürdig. Mein Reifen wurde, glaube ich, abgeschossen, kann das sein. Das ist gar nicht mal so eine anspruchslose Mission, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Boah, jetzt geht doch alle weg hier. So viele Autos schon wieder, ne? Natürlich. Weißt du, auf der Minimap war halt eine Straße angezeigt. Ich dachte, alles klar. Ich kann hier easy weiterfahren. Och ja, jetzt dreh dich noch, Auto. Das Spiel ist aber auch gerade echt gegen mich so ein bisschen, ne? Alter, das kann echt nicht wahr sein. Okay, die haben wirklich die Bike... Also ich merke wirklich, die haben die Bike-Steuerung gearbeitet, aber die Autos sind genauso schrecklich wie früher. Boah, die Fahrzeugsteuerung GTA 4, ne? Sie ist wirklich das absolut Schlimmste. Fährst irgendwo gegen, machst schon 3 Überschläge. Jetzt kommen wir nicht mit. Ist aber realistisch. Das ist fucking GTA. Das soll nicht realistisch sein. Das war irgendwie cool, der Trick gerade. Aber hilft mir auch nicht weiter. Vor allem, weil ich jetzt nicht mehr rauskomme. Och, ja. Ich brech doch in mein Essen. Okay, Trick 17. Der Rückwärtsgang. Sterbe. Ich werde jetzt einfach sterben, weil ich hier wieder in irgendeine Scheiße reingefallen bin. Ja gut, ich kann den ganzen Tag hier Bullenverfolgung machen. Aber da habe ich keine Lust zu. Boah, jetzt geht doch weg von der Straße. So. Ist das hier meine Route? Meine Überlebensroute? Ich glaube schon. Alter Verwalter, die Flucht war ja mal zum Glück gar nicht nervig. So, blöp. Irgendwie hier bleiben oder so. Ah, der Typ sieht mich jetzt. Komm schon. Ja, danke. Danke, jetzt werden wir mich bitte töten. Hat leider nicht funktioniert. Hab leider überlebt. What we are is under observation by some kind of LCPD drugs task force. The buyer was a pig. Hell, Johnny, that's not kosher. I'll call you when another buyer's lined up. Sounds good. We're moving up in the world, Johnny. There's a congressman needs your help. Tom Stubbs III. I told you keeping that lawyer around would have its uses. This guy's at one of them dumbass gentlemen's clubs in Algonquin. The kind without tits. The jousters. Politicians and lawyers? What are we becoming, man? Next thing you're gonna tell me we're doing some shit kicking for the LCPD. It's just opposite the Libertonian. Go pay him a visit. If you're still thinking about your brothers and not just your own ego, that is. Gut. Meine Güte, das war ja meine Mission. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.